6:15 this morning we talked to Philipp, also known as Scheibsta, because he does a daily wrap-up for us. Genau, also er fasst die Nachrichten der Woche zusammen in 3,5 Stunden. Wir schicken ihm kleine Voice-Messages, OTs, aus denen er dann was basteln muss. Dean gave him about 3 hours, a bit more, 3.5 actually. Oh well, if it's just 3.5, then it's easy, of course. Easy peasy. Yeah, so let's find out what he did for us today. You ready for it? Yeah. Okay, here it comes. FM4. Scheibsters Daily Wrap-Up. Einige Schüler haben im Schulzentrum Ybbs ihre schriftliche Matura offenbar nicht ernst genommen und bereits nach einer halben Stunde fast leere Zettel abgegeben. Der Hintergrund ist... Was ist in Ybbs passiert? Was ist in Ybbs passiert? Auf der ganzen Welt wird darüber diskutiert. Was ist in Ybbs passiert? Was ist in Ybbs geschehen? Keiner kann es wirklich verstehen. Allein der Name dieser Stadtgemeinde ist schon dubios. Was war bei der Namensfindung hier denn bitte los? Naja, egal. Für diesen Fall ist es sekundär. Für das Allgemeinverständnis möchte ich es kurz erklären. Der Sachverhalt: Kurz nach Beginn der schriftlichen Matura geben eine Gruppe Schüler ihre leeren Zettel ab und verlassen dann das Schulgebäude Richtung Italiener. Erst seit kurzem gibt es dieses Restaurant. Die Türen abgeriegelt, die Fensterläden dicht. In der Luft liegt der Geruch von Fisch. Plötzlich schleicht ein Schatten durch das grelle Licht. Kann es sein, dass das Alexander van der Bellen ist? Die Schüler sind seit Wochen auf einer heißen Spur. Sie observieren die Pizzeria rund um die Uhr. Bei der Matura sind sie sowieso schon durch, also gründeten sie eine Detektivagentur. Y-Doppel-B-S. Was passiert da in dieser Pizzeria? Y-Doppel-B-S. So was Mysteriöses gibt's in Ybbs nie wieder. Die Detektive lauern hinter einem Riesenstrauch. Auf einmal taucht ein Lieferwagen auf. Er parkt am Hinterhof und öffnet seine Ladefläche lauter Köstlichkeiten für ein fulminantes Abendessen. Hier wird heute dekadent geschlemmt. Dazu feinste Weine aus dem besten Sortiment. Und gelenkt wird dieser streng geheime Event von niemand geringerem als dem Bundespräsident. Und gerade in dem Moment, in dem er eine Pause macht, wird er von den Schülern auf frischer Tat ertappt. Es tut ihm schrecklich leid, er weiß, es war ein Fehler, aber er und seine Gattin gehen so gern zum Italiener. Y-Doppel-B-S. Egal ob Sherlock Holmes oder Scooby-Dooby-Doo. Y-Doppel-B-S. Keiner weiß warum, keiner weiß wieso. Y-Doppel-B-S. Dieser Fall hätte sogar Tom Turbo gestresst. Y-Doppel-B-S. Am Ende war es ein riesengroßes Fest. Oh yes! Wow. As ever, 150% he gives us, doesn't he? Yeah.